Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Metal Hellsinger angezockt. Ein Spiel, was zwar schon einige Zeit auf dem Markt ist, aber ich habe jetzt über Lurkit die Chance bekommen, das mal zu testen. Und da es ja grundsätzlich mein Musikgenre ist, bin ich auf jeden Fall gespannt. Hier soll man ja im Takt der Musik, sage ich mal, ja, sich ausleben können und Dämonen schlachten. Klingt auf jeden Fall interessant und hört sich bisher auch ganz gut an. Auch wenn ich nicht jede Form des Metal mag, sondern nur bestimmte. Aber gut, das ist in jeder Musikrichtung, glaube ich, so, dass es da Unterkategorien gibt, die etwas strange sind. Oder nicht jedermanns Geschmack. Wie auch immer, über Musik lässt sich trefflich streiten. Deswegen gehen wir mal schnell zur Steam-Beschreibung vom Spiel. Metzle im Takt von Metal und Vergeltung auf einer infernalischen Reise durch die 8 Höllen. Lehre sie, den Beat zu fürchten. Okay. Metal Hellsinger ist ein Rhythmus-Ego-Shooter, zum Bersten gefüllt mit Dämonen, krassen Waffen und Heavy Metal. Alles klar, dann würde ich sagen, rock on und ja, let's go. Ziegenbock und hier Lämmchen. Na komm, nehmen wir mal Ziegenbock. Hell of a night for a story, ain't it? Well, sit her down, look at them stars, and I'll tell you one. Okay. South heaven, way, way south now, there was this soul, special, I mean to say. This soul came to hell just like a tune comes into your head. Nobody knew why or where from. All they knew, she had a school to set. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. Pastor. Hell is hell. Down there, they take away what you love most. Took her voice. For now, what you need to know is, she won't. Okay, wir. Oh! The judge personally saw to the unknown. And just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. No way out. She was trapped. Not far. She was down there a long, long time, just getting madder. Would've stayed there forever if I hadn't called. See, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself, don't mean they can't be broken. Warum sollte man das tun? Because Judge stole her voice. Don't mean she'd never sing again. Okay. Gut, dann haben wir wohl einen Dämon befreit. Cool. Was auch immer vorgefallen war, die Richterin war wenig begeistert davon, dass die Namenlose in ihrem Reich Krawall veranstaltete. Also sperrte sie sie in einer schneebedeckten Hölle namens Hoke ein. Für alle Ewigkeit. Okay. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. Ah ja. Was macht ihr da? It was like a storm coming from far, far away. And I felt it in the air. Ja, okay. Was? Okay, wow. Okay, bewegen fühlt sich ein bisschen komisch an.
Vor allem voll schnell. Alles klar. Ich glaube, ich muss das quasi im Beat schaffen. Und dann macht er so besondere Schläge, weil so sieht's normal aus. Und wenn ich... Oh Gott, ist das schlecht. Ah! Gott, okay, das wird richtig hässlich. Stellt euch auf viel Gebrüll von mir ein, weil ich das verkacke. Ah, regt mich jetzt schon auf. Hä? Die bewegen sich überhaupt nicht. Taktschlag der Real 1, immer 1, weil ich es verkacke, Mann. Habe ich wohl verstanden. Jo. Vier Angriffe im Takt erfolgreich aus. Ach so, das reicht schon, wenn man einen macht und dann einfach viermal ein. Alles klar. Hey, hey, hey. Vielleicht muss ich meine Verzögerung doch nochmal umstellen. Leuchtende Gegner sind geschwächt. Schlachte sie ab, indem du im Takt E antippst. Oh Gott. Okay. Wird anstrengend. Wird richtig, richtig anstrengend. Das ist sehr like love at first sight, don't it? Das ist er? Die Stimme? Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Okay. Her music is my music. And my voice is her. Wo die Liebe hinfällt, ne? Jetzt kann ich schießen. Okay. Also ich habe schon ein paar mehr perfekt auf jeden Fall. Also ist das wirklich ein bisschen verschoben. Aber auch nur ein paar. Oh Gott. Okay, dieses Genre ist scheinbar nichts für mich. Einfach nur zu schlecht bin ich dafür. Oh. Okay. Aber was soll ich damit machen? Achso. Alter Schwede. Drücke 2 und 9 Schwertfehler. Nee, haben wir. Hab ich. Meine Waffen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Alles klar.
vorne. Eieiei. Okay. Also jetzt einfach nur noch töten. Okay, danke. Gehen wir jetzt durch? Ja. Poor bastards. That's destiny for you. You can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Über alle Höllen verteilt finden sich Zornverstärker, die den Zorn der Namenlosen erhöhen können, wenn sie von ihr aufgelesen werden. Alles klar. Also können wir ein bisschen was aufsammeln. Ja, dann. Let's go. Mal gucken, finden wir hier irgendwo Zornverstärker? Sind auf jeden Fall scheinbar Schlauchlevel, wo es dann vielleicht mal ein, zwei Wege abseits gibt, damit wir diese Zornverstärker finden, schätze ich mal. Was ist der Exorzismus mit... Okay. Alles klar. Habe ich nicht verstanden, aber machen wir. Ja toll, das fällt dem Spiel jetzt auch schon auf. Achso, Exorzismus geht nur mit dem. Achso. Ah, können wir kaputt hauen, kriegen wir Leben. Alles klar. Danke. Cambion starts the murder parade. Längert sich in dem nur Zack. Ah, okay. Ja. Ach so, der geht gar nicht mehr. Scheiße. Also irgendwie, also ich glaube, dass es halt essentiell für das Game, dass man sich da ein bisschen reinfuchst mit dem Beat, dass der perfekt getroffen wird. Persephone. Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, was auch noch hilft, ist, gar nicht mal so auf das in der Mitte gucken, sondern nur aufs Gehör achten. Weil den Takt hörst du ja die ganze Zeit. Also jetzt habe ich ihn ein paar Mal nicht getroffen, aber grundsätzlich glaube ich,
Naja. Gott. Wir können schnell nachladen, wenn wir R drücken, während der gelbe Kram da. Shit, verpasst. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal, oder ich muss nochmal gucken, dass ich das ein bisschen anpasse, was die Latenz angeht, wenn man das denn jetzt noch länger spielt. Weil das auf jeden Fall hilft. Ist das? Oh, ist das so ein Zornfrosch? Gott, jeder Hellsinger-Profi regt sich wahrscheinlich gerade auf, wenn er das hier sieht. Ey. Oder jeder Musiker vielleicht sogar. I don't know. Wo ist denn hier noch was? Hör ich doch. Der macht halt deutlich mehr Schaden, wenn man den Beat trifft. Scheiße. Wo bist du? Oh, es ist anstrengend. Sonst bei so einem Shooter einfach drauf. Hier muss ich ja sogar aufpassen. Jesus. Okay, okay. Bringt das eigentlich was, die Dinger hier kaputt zu machen? Nicht wirklich, ne? Ja. Okay. Hallo? Ah, alles klar. Führe beim Nachladevorgang ein schnelles Nachladen. Ja, haben wir schon geschnallt. Ja. Oh, oh. 16-fach maximaler Zorn. Rawr. Naja. Und dann finde ich keine Gegner oder was? Behemoth. Okay. Ah, hallo. Scheiße, daneben geballert. Boom. Oh, hier, guck mal, mit Pyro. Oh, aua. Wo bist du?
Nein! Wow! Gott. Aua. Okay. Der Schuss mit rechts ist ziemlich. Well, Conquering Vogue gave me knowledge of myself. My so. I guess you could say. Was sind das für Dinger? Wie sehr willst du es verkacken? Ja. Wow. Haben wir auch schon gewusst. Weg damit. Also ja, das hat irgendwie schon was. Es regt mich aber tierisch auf, dass ich so schlecht bin, den Kack zu treffen. Das ist immer zu früh. Das heißt, ich müsste... Lass nochmal überlegen. Wenn ich zu früh drücke, dann muss doch eigentlich die Latenz niedriger sein, damit ich richtig drücke, oder? Da bin ich doof. Mach das einfach mal. Hier, komm. Mach mal auf 50. Einfach nur mal gucken. So, zurück. Können wir das denn mal testen? So. Bisschen besser aus, aber ich bin gleich tot. Ach, scheiße. Boah. Ich musste es doch schaffen. Scheiße. It was going good. Call me a pessimist, because I had a bad feeling about what was coming. Das versuchen wir gleich mal. Vielleicht müssen wir das durch diesen Jump oder so kriegen. Okay, kann auch einfach drüber wegspringen. Hä? Also Latenz ist jetzt, habe ich gerade eben auch dreimal schon gesagt, ne? Glaube ich besser. Wieso kriege ich denn das Ding nicht? Nein! Okay.
Ich dachte, jetzt passiert sonst was. Aber ich spawn einfach neu. Cool. Und wir haben das Wappen gekriegt. Lass mich hier rein. So, was haben wir denn hier? Oh oh. Eine Cutscene. Okay. Irgendwie. Können wir nicht kurz reden? Was stimmt denn nicht mit dir? Wo ist er denn? Bin ich schon wieder zu ungeduldig. Ich will einfach nur so schnell wie möglich schießen. Hier ist sogar noch ein bisschen Leben. Oh. Den Rechtsklick schuss hier. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber ja. Ist okay. Er hat seine eigenen Leute gekillt. Wow. Habe ich nur auf den Beat geachtet und nicht auf den Typen. Direkt vor mir steht Scheiße. Auch Leben. Okay. Ja, okay. Nein, nein, nein. Tut mir auch voll leid. Aua. Übertreib doch nicht. So schlecht, ne? Wenn man sich einmal kurz drauf konzentriert und da hinguckt, man macht so viel mehr Schaden. Scheiße. Ah, einfach schlecht. Egal. Ich muss da ja noch reinkommen und so. Ja, danke. Einsammeln. Neue Marterungen. Durch deinen Sieg über den Endgegner wurde der Pfad zu neuen Marterungen freigelegt. Killen im Rhythmus 1, Waffentrickserei 1 und Relikträuber 1. Erobere sie, um dir Siegel zu verdienen. Und was mache ich mit den Siegeln? Entdeckt Persephone, ja, die ist cool. Ja, okay. Intakt geblieben. Immerhin. Also da habe ich jetzt wirklich Schlimmeres erwartet. 53%? Oh, ich bin auf Platz 31.000.
Von? Will ich das wissen? Wahrscheinlich nicht. 3 Millionen habe ich. Weltweite Top 10. 14 Millionen. Leck mich am Arsch. Ah, ja, 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 ja. Okay. Okay. Achso, das ist Folk. Ja, da waren wir ja gerade. Aber was ist denn das dann? Zusätzliche Schadenschübe lassen sich erzielen, indem du Dämonen im Takt tötest. Diese Marterung wurde von dem Erzteufel Amdusias erschaffen, der darauf bestand, dass ihm dargebrachte Opfer nicht nur reichlich ausfielen, sondern auch pünktlich erfolgten. Okay. Erobere diese Marterung um Serienware 1. Wart deine Taktschläge. Oh, das ist natürlich cool. So kannst du dir also ein bisschen was dazu verdienen hier an vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schutz vor Noobs. Oder vor deiner eigenen Nooberei. Sorgt für Munitionsgewinn bei jedem von dir ausgeführten Waffenwechsel. Okay. Sorgt für ein schnelleres Erreichen von Taktschlagserien-Signalen. Ah. Also das ist natürlich ganz gut. Kannst du dich hier noch so ein bisschen verbessern? Wir können ja nochmal hier die nächste einfach versuchen. Ja. Bewaffnung einsehen. Okay. Ja, ich habe ja nicht so viel, ne? Also von daher sieht gut aus. Outfits, what the fuck? Dunkles Fangirl. Was soll das? Okay, ich... Was soll das? What the fuck? Das ist ja alles noch harmlos. Ding das da oben. Alter. Ich bin leicht verstört auf jeden Fall. Ja, ich möchte da jetzt rein. Wie kann ich denn einfach starten? Ja. Nein. Achso, ich kann da noch. Ah, okay. Ich kann nur die hier auswählen, oder was? Okay, wahrscheinlich muss ich erst die hier freispielen. Weil da kann ich so rein. Okay. Gehört wahrscheinlich noch zum Paul. Seven Archdevils that served the judge, the seven sovereigns. They did this silly little thing called a coup. Best to not dwell on it, but as punishment, they got chopped up and cast across the hells. Thing is, they only got mostly killed, you see. Because the hate the dead seven held for the judge lived on. In the sigils hidden in the realms of torment. Whoever managed to best these torments and gain those sigils, why, they'd be walking away scot-free with infernal power. For most folk, that's just a temptation too great to pass up. Oh. Like I was saying, this tormented realm was formed by the death of Amdusias, a fairly whimsical archdevil. As archdevils go, I suppose. Fella tried to march to his own drum, which is not really a winning strategy in hell. But nee. What do you know? It worked for him. Whoever wanted to get past him, why, they need to overpower his music. And as you might have guessed, most souls just can't. Okay, dann versuchen wir das einfach mal. Zeit 10 Minuten oder 10 Sekunden, bitte was? Treffer im Takt führen. Töte 40 Dämonen im Takt. Ich habe Angst. Ich habe nicht einen. Oh Gott! Ah doch, da oben 6. 6 schon. Easy. Ja.
Okay, ich glaube, wenn man nah genug an diesem, sag mal, Takt ist, dann zählt das auch, weil das kann ja sonst nicht. Ziel nicht erreicht. Ach du Scheiße. Oh, Gott. Ich muss 40 schaffen. Ich habe 26 geschafft und es fühlte sich schon gut an. Ja, das versuchen wir doch nochmal. Bonuszeit plus 4 plus 3 plus 3 Sekunden Kill im Takt. Na okay. Ich kann mir selber quasi Zeit erkaufen. Nein! Nein! Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viele waren das? Nein! 5! Nochmal, komm! Ich will das Siegel haben! Junge, Junge. Schwere Geburt. Du kannst einmal Schaden nehmen oder den Takt nicht treffen, bevor deine Taktschlagserie abbricht. Die Zahl der gewährten Fehler wird zurückgesetzt, wenn deine Taktschlagserie abgebrochen wurde. Okay, das ist doch ziemlich cool. Aber ich schnall's immer noch nicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier reingehen. Jetzt oder immer noch nicht? Oh, nee, halt. Oh, ach. Da kann man Musik aussuchen. Was ist das denn? Sorgt für Munitionsgewinn. Wir können ja mal gucken, was das noch ist. Dann
Ist ja auch gleich schon wieder vorbei hier alles. Marbus, the most capricious, change-minded, flaky and unpleasant, unstable member of the Dead Seven Archdevils. Folks here play by his rules and might find themselves stumped by his old switcheroo. That is to say, the devil forces changes on a soul and you best not resist, but go with it. Hey. Du hast keine Kontrolle darüber, welche Waffe du führst. Jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, wird dir eine andere zugeteilt. Töte 30 Dämonen. Hier muss ich auch wieder zeitnah machen alles. Ah, okay. Nicht erreicht. Oh Gott. So, ein letzter Versuch noch. Ah, das war knapp, Mann. Mit dem Schwert zwischendurch dann, wenn die so weit weg sind, ist ziemlich scheiße. Wie viel waren das? Ah, noch schlechter als letztes Mal. Egal. Ah, kommen wir zum Fazit. Also für mich auf jeden Fall ganz cool, weil die Musik ist halt meins. Das passt schon alles. Das motiviert auch und führt einen so durch das Level. Wenn man sich hier so ein bisschen was freischalten kann, ein bisschen dran arbeiten kann, sich verbessern kann, auch mit dem Beat so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr Verziehen bekommt, wenn man sich mal verklickt oder sowas, das finde ich auch sehr gut. Von daher, das war echt positiv. Wenn man die Musik überhaupt nicht mag, glaube ich, ist das schwierig, weil, naja, das Spiel baut da drauf auf. Und so doof es vielleicht zwischendurch aussah, wenn ich so richtig mitgehe, dann konnte ich das mit dem Beat halten, auf jeden Fall viel besser. Ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr zockt und so weiter, dann wird man da auch richtig gut drin. Und das macht noch mehr Spaß, dann auch ja wirklich die Level im Beat zu spielen und die Tötungsserien dann halt darauf aufzubauen und sowas. Von daher, auf jeden Fall ein cooles Konzept, ist ja jetzt nichts Neues, gibt's ja auch in anderen Sachen. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Von daher, wer die Musik mag oder grundsätzlich damit leben kann, für den ist es auf jeden Fall was, wenn er dann so ein bisschen was abschlachten will oder sonst was, so die bösen Dämonen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, das ist schon ein spezielles Spiel, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Von daher danke fürs Testen, beziehungsweise Zugucken.
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Test. Bis dahin, bleibt sauber. Ciao.